Willkommen. Was viele Leute vergessen, dass es sich bei der Entwicklung von SaaS-Produkten wiederum um ein anderes Game handelt, als wie zum Beispiel bei dem Projektgeschäft, na, wo ich letztendlich Manpower verkaufe. Ja, und letztendlich gibt es hier einige, die wir schon mal im Flipchart auch bearbeitet haben, die letzten Tage und Wochen. Einige Geschäftsmodelle, wie du letztendlich von 0 auf 10 Millionen skalieren kannst. Und das eine wäre eben dieses typische Projektgeschäft, wo du letztendlich über Manpower skalierst. Eigentlich ist es am Ende des Tages nur noch ein People-Business. Ja, es ist halt einfach so, man kann es natürlich justieren in die eine oder andere Richtung. Ja, man kann nie Offshoring dazu nehmen oder es auch sein lassen. Man kann eher in die Top-Qualitätsschiene gehen. Man kann auch sozusagen eher in diese Commodity-Schiene gehen. Man kann aber auch beides miteinander kombinieren, etc. Am Ende des Tages ist es ein People-Business. Du, wenn du eine Agentur bist oder selbst wenn du eine Marketing-Agentur bist, am Ende des Tages skalierst du nur noch über People. Und wenn du das nicht möchtest, dann musst du halt auf kurz oder lang eben dein eigenes Softwareprodukt erstellen, welches du dann lizenzierst und das dann wiederum weiterverkaufst. Das ist dann nochmal ein anderes Game. Ja? Und hier kannst du ganz easy auf 10 Millionen skalieren und auch viel, viel mehr. Ne? Also wir kennen ja alle Microsoft und so weiter, aber du musst gar nicht so hoch raus. Und die meisten, ganz ehrlich gesagt, veräußern dann ihren Laden, wenn sie, sagen wir mal, so an der 100-Millionen-Euro-Grenze irgendwo mal angekommen sind, weil das Ganze dann einfach zu komplex und zu mächtig wird und du dann einfach plötzlich auch ganz andere Gegenspieler hast. Dann entscheiden sich die meisten dafür, dass man sozusagen seinen Laden dann veräußert an einen von den Gegenspielern. Und wenn du dann sozusagen deine Struktur gut aufgebaut hast, dann hast du eigentlich ausgesorgt fürs Leben, mal davon abgesehen. Aber letztendlich muss man verstehen, dass man sich erstmal für ein Modell entscheiden muss. Ja? Man kann natürlich auch diese paar Modelle parallel irgendwie machen und da sehe ich auch immer wieder aus der Praxis Softwareentwickler, junge wie alte, die sich bei mir bewerben für eine Zusammenarbeit und dann letztendlich schon seit Jahren an irgendeinem Produkt oder an irgendeinem, sagen wir mal, an irgendeiner eigenen Lösung halt hinarbeiten, die sie dann sozusagen, mit der sie dann die in einen gewissen Markt revolutionieren wollten. Ich hatte mal einen Softwareentwickler, der war schon in den 40ern, der hatte sich bei mir angefragt und der hatte irgendwie eine Idee, wollte sich mit einem Partner aus dem Balkan irgendwo zusammentun und der wollte dann irgendwie Booking.com revolutionieren oder sowas, ja. Also sozusagen es besser machen wie Booking.com oder ja, oder was auch immer. Auf jeden Fall, häufig sind das also es ist definitiv, ich würde mal sagen, eine Sache, wo du durchaus machen kannst und dein eigenes SaaS-Produkt entwickeln, machen ja auch viele, immer wieder, aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz absolutes Long-Term-Game. Ja? Unterschätzen viele. Da geht es wirklich darum, okay, wie sieht es denn, wenn ich heute eine neue Funktionalität in meine Software zum Beispiel anbiete oder einbaue und das sozusagen meinen User zur Verfügung stelle, ja? Was hat das zur Folge in 5 Jahren? Ja, also solche Gedanken musst du dir da stellen. Also das ist nochmal ein ganz anderes Game als wie, ja, ich gewinne morgen einen Kunden oder nächsten Monat oder nächstes Jahr, ja, und dann verkaufe ich da ein Team von 5 bis 10 Leuten rein und so weiter. Und dieses Game, ja, da denke ich dann schon eher in Quartalen oder in Jahren, aber bei diesen SaaS ist wahrscheinlich sind diejenigen, die meistens nicht erfolgreich sind mit eigenen SaaS-Produkten aufbauen, sind diejenigen, die eben nicht die genügende Geduld haben. Das würde dir auch jeder bestätigen, der das schon mal erfolgreich gemacht hat. Ja, da geht es wirklich um nochmal einen ganz anderen Zeithorizont. Okay, wohl wissend dieser Geschichten möchte ich halt einfach heute nochmal ganz kurz hier, ich habe nämlich hier das Ganze nämlich mit dem Handy auf, weil ich mein Mikro irgendwo, wir ziehen gerade um, deswegen. Wir haben jedes Mal durchgenommen mit Wissen, Systeme und Menschenmitarbeit. Und das ist halt einfach, das sind einfach so die drei Themen, auf die ich nochmal ganz kurz eingehen möchte. Also letztendlich ist es so, dass Wissen ist sozusagen, es gibt ja so ein Buch, das heißt Wissen ist Macht. Ich weiß gar nicht, von wem, irgendwie kommt mir das gerade in den Sinn. Ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Auf jeden Fall, Wissen ist das A und O. Also wenn du natürlich in der IT-Branche Dienstleistungen anbietest und dir fehlt das Know-how, die Fachkompetenz ist natürlich schon mal ziemlich schwierig, ja.
da geht es schon bei vielen los, die sich bei mir bewerben, die zum Beispiel, jetzt mal ein grobes Beispiel, die irgendwie seit 10 Jahren die Ruby on Rails machen, ja, und kennen halt nur das. Dann haben sie halt quasi Wissen, Fachkompetenz, klar haben sie die, aber in so einem Nischen, super Nischenbereich, dass sie sich ja mit der Neukundengewinnung tun oder mit der Skalierung sowieso sehr, sehr schwer tun und auch mit der Mitarbeitergewinnung. Ja, also Wissen ist immer der erste Punkt. Ja, dann das zweite ist Systeme. Also viele Softwareentwickler, die wirklich gut sind in der Entwicklung. Ja, also können Java, Angular, React, you name it, .NET, C-Sharp, SAP, tun sich häufig sehr schwer in System Building, also Systeme bauen, damit meine ich jetzt nicht eine Software bauen, sondern Systeme bauen, damit meine ich, okay, ich habe 4, 5 verschiedene Touchpoints innerhalb einer Organisation und wie koordinieren sich die zusammen? Oder allein schon Marketing, Vertrieb, wie koordinieren sich die zusammen? Oder wie ist das Zusammenspiel zwischen LinkedIn und meiner Werbeanzeige und meinem Facebook-Profil? Ja? Und so weiter. Ne? Also quasi alles sozusagen als ein Ökosystem zu sehen und dieses System einfach optimal als Fundament für die Skalierung deines Unternehmens eben das Setup mal zu machen. Das dauert und es ist mühsam und gar keine Frage, auch eine vernünftige Webseite bauen und alles, was dazu gehört. Aber wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es eben das Fundament, überhaupt Services, vernünftiges Business aufbauen zu können, skalieren zu können auf die 10 bis 20 Millionen Euro. Das Zweite ist halt Menschen. Ich glaube mir, ich habe in den letzten Monaten teilweise pro Monat 100 Gespräche, Einstellungsgespräche geführt, auch in Englisch und in Deutsch teilweise. Und es ist bestimmt nicht leichter geworden als wie noch vor 5 Jahren oder 10 Jahren. Ich würde mal sagen, jetzt hier in Europa eher schwieriger. Und das hat ganz bestimmte Gründe. In Deutschland ganz besonders schwer, weil einfach, ja, der Markt ist einfach nochmal ein anderer. Ne? Also wenn du mal in New York warst oder UK oder ich denke mal auch in Asien, also wenn du zum Beispiel auch mal mit asiatischen Menschen zu tun hast, die sind halt einfach etwas flotter, etwas fixer. Und ich kann mich noch erinnern, das ist schon sehr lange her, da war ich mal in New York, einen Freund besuchen, habe mich mal auf ein paar Jobs beworben, weil, um mal zu sehen, was da so abgeht. Und da hatte ich irgendwie am Sonntag haben wir Monster.com war das damals noch, durchforstet und habe ich einen Sales-Job in so einem Tower, ja, so Vertriebsjob, mich beworben, schon sehr lange her. Und am Sonntag, die Bewerbung losgeschickt und am Montagmorgen, Punkt 8 Uhr, hatte ich den Anruf, kommst du heute noch vorbei zum Bewerbungsgespräch? Und wenn sich bei uns Leute bewerben, dann mache ich das auch immer sehr gerne, dass ich quasi, wenn ich jemanden sehe, hat sich gerade jemand beworben und das ist eine coole Bewerbung, dass ich den sofort anrufe und den überhaupt gar keine Zeit lasse, sich irgendwie vorzubereiten. Ja, also sofort das Interview mache mit dem und sofort in den Zoom-Call das zweite Interview und so weiter. Und meistens, wenn es Damen sind, dann ja, kann ich mich noch mal ein bisschen vorbereiten. Ja, die müssen dann erstmal aufs Badezimmer und sich noch ein bisschen schminken und so weiter. Dann gebe ich noch mal 10 bis 20 Minuten extra Zeit, okay? Aber das ist schon das, was ich sehen will. Ich will diese Spontanität, diese Spritzigkeit, ja, die will ich bei Menschen sehen, die sich bei uns bewerben. Und das ist leider in Europa, so je nachdem, wo du halt bist, so Südeuropa manchmal noch viel, viel schlimmer oder so, auch in manchen Osteuropa. Also, es ist ganz durchschnittlich und durchwachsen. Ja, Frankreich, die sind auch noch ein bisschen langsam. Also, Manjana, ne, kennt man ja von den Spaniern. Also, Südspanien, Südfrankreich, Süditalien und sowas, alles sowieso. Griechenland und so weiter. Also, wo es auch heißer ist und sowas. Also, selbst einige osteuropäische Länder, Bulgarien und sowas, ne, also wo auch sehr, sehr heiße Sommer sein können, die sind halt dann schon ein Ticken oder zwei oder drei langsamer und träger und so weiter. Und du musst halt immer bedenken, wo willst du hin und mit welchen Leuten? Und das ist halt dieses Thema Recruiting. Ja, also super, super wichtig. Da geht eine Menge Energie rein, kann ich dir sagen. Ja. Und ich stelle jetzt im Juli nochmal eine neue Dame ein, die mich dann auch im Vertrieb nochmal weiter unterstützt und jemanden zu finden, der dann dreisprachig ist, der richtig spritzig motiviert ist und auch noch ein bisschen Fachkenntnisse mitbringt, dann auch noch ein bisschen Wissen. Ja, und auch quasi sich in die Systeme sehr schnell einarbeiten kann. Also auch im Recruiting, ja, Leute, die einfach auch da ja, alle drei Bereiche abdecken. Ja, also super mühsam, gute Leute zu finden, aber wenn man sie dann gefunden hat, dann hat es sich wirklich gelohnt. Und wenn ich diesen Weg zum Beispiel auch nicht gehen wollen würde, dann wozu dann überhaupt Unternehmertum anstreben? Ja? Dann kannst du ja gleich irgendwie Freelancer bleiben.
bis zum Rest deines Lebens, was auch okay ist. Ja, weil wir haben ja auch Freelancer zum Beispiel, die wir nutzen ab und zu. Ja, also die Freelancer muss es geben. Ja. Und auch meine Kunden, einige meiner Kunden nutzen ja gerne Freelancer ab und zu. Ne? Also von daher. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich konnte euch nochmal ein paar Worte mitgeben und dann sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche irgendwann. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.